Vor- und Weilschleifen am Beispiel der Grundrechenarten. Wir zeigen, wie sich bestimmte Grundvorstellungen, die wir mit den Grundrechenarten verbinden und umgangssprachlich formulieren können, in einfachen Programmen mit Vor- und Weilschleifen widerspiegeln. Dabei wird deutlich, dass Vorschleifen immer nur endlich oft durchlaufen werden, und zwar mit einer vorher bekannten Anzahl von Durchläufen. Weilschleifen hingegen werden unbestimmt oft durchlaufen und mitunter unendlich oft. Die Struktur und der Ablauf der Programme bzw. Algorithmen wird jeweils durch eine Murmelbahn visualisiert. Grundvorstellung des Zählens bis B. Zähle von 0 an für jede von B Murmeln um eine Murmel hoch. Grundvorstellung des unbegrenzten Zählens. Zähle von 0 an immer wieder um eine Murmel hoch. Grundvorstellung des Addierens. Zähle B-Murmeln auf einmal zu A-Murmeln hinzu. Eine andere Grundvorstellung des Addierens. Zähle für jede von B Murmeln nach und nach eine Murmel zu A Murmeln hinzu. Grundvorstellung des Subtrahierens. Ziehe auf einmal B Murmeln von A Murmeln ab. Eine andere Grundvorstellung des Subtrahierens. Ziehe für jede von B Murmeln nach und nach eine Murmel von A Murmeln ab. Und noch eine Grundvorstellung des Subtrahierens. Die Differenz A-B ist die Zahl, die man zu B hinzufügen muss, um auf A zu kommen. Und schließlich, die Differenz A-B ist die Zahl, die man von A abziehen muss, um auf B zu kommen. Grundvorstellung des Multiplizierens. Beginne bei 0. Zähle für jede von A Murmeln B Murmeln hinzu. Grundvorstellung des Dividierens. Der Quotient A geteilt durch B zählt, wie oft man B aufaddieren muss, um auf A zu kommen. Zum Schluss noch eine weitere Grundvorstellung des Dividierens. Der Quotient a geteilt durch b zählt, wie oft man b von a subtrahieren muss, bis das Ergebnis 0 ist.